Hallo YouTube und herzlich willkommen hier zurück auf den Kanal von FIFA United. Nach 2 Wochen gibt es da wieder ein Video hier auf dem Kanal und ja, dafür wollte ich mich schon mal entschuldigen. Es kam jetzt 2 Wochen lang keine Videos, gar nichts hier. Und das lag einfach daran, dass ich im Urlaub war und kurz vorm Urlaub mein Aufnahmegerät kaputt gegangen ist. Das heißt, ich konnte nichts vorproduzieren und auch jetzt, es kam erst vor ein paar Tagen wieder an und ja, deswegen konnte ich jetzt erst die Tage wieder aufnehmen. Hab einige Videos jetzt schon produziert und das wird das erste sein, was wieder kommt, denke ich mal. Und zwar das erste Spiel des Brofist Cup. Was heißt das erste Spiel, meine ich natürlich nicht. Die erste Episode des Brofist Cup. Und ihr habt es vielleicht schon im Thumbnail gesehen, wer unser Spieler sein wird. Aber ich will jetzt noch nicht weiter vorwegnehmen. Wir werden einfach mal uns das Team schon angucken. Ich werde euch es leicht vorstellen schon mal. Wir fangen im Tor. Natürlich ist es Team Silber, außer unser Brofist-Spieler, sage ich jetzt einfach mal, den wir im Sturm haben werden, so viel kann ich auch schon mal sagen. Und im Tor haben wir Barbossa, ja, ein richtig solider Keeper, finde ich. Ich weiß nicht, den hatte ich glaube ich sogar schon mal in Squad-Builder zu den Team of the Week damals. Und ja, der ist 1,90 groß, hat richtig gute Werte für einen Silber-Keeper und ja, hält hoffentlich hinten unseren Kasten sauber. Als linken Innenverteidiger haben wir da Vergini, den hatte ich ebenfalls mal in einem Squad-Builder. Und der ist 1,91 groß, hat 76 Pace und 76 Defending. Was für einen Silberspieler einfach nur richtig krank ist, haben wir hier in der Sunderland-Version. Und gucken wir uns mal an, wen wir da als Linksverteidiger haben. Da haben wir nämlich nicht Isaac Weir, sondern Van Aanholt, genau. Da haben wir Van Aanholt. Er hat eigentlich richtig gute Werte, sehr solide für einen Linksverteidiger Silber, und zwar 91 Pace, 74 Dribbling, 69 Defending leider nur, aber es geht noch klar mit Backbow und Push, man das noch ein bisschen, 72 Physis dafür, dass er nur 1,75 groß ist und 91 Tempo hat, ist das richtig gut, und dann noch 64 Passen, 59 Schuss sind auch sehr solide für einen Silber-Linksverteidiger. Finde ich richtig gut, bis jetzt die Abwehr, und der rechte Innenverteidiger ist jetzt nicht ganz so schnell wie die anderen beiden, aber ist auch sehr gut. Er ist ein großer Typ ebenfalls, hat 51 Pace leider nur, aber dafür auch 77 Defending und 77 Physis. Hat schon ein Tor für mich gemacht, ich habe nicht mal ein Testspiel mit dem Team gemacht. Da hat mir es richtig gut gefallen, das Team, und ja, wir sehen hier einfach nur einen richtig starker Innenverteidiger, den wir da haben. Und als Rechtsverteidiger haben wir dann sogar einen Bronze-Spieler. Ja, einen Bronze-Rechtsverteidiger haben wir, und zwar Philipp Degen, der Ex-Dortmunder. Den habe ich mir mal hier reingestellt, da hätte ich auch noch einen anderen reinstellen können, aber aus Nostalgie habe ich ihn einfach mal genommen, weil er ein Ex-Dortmunder ist. Hat sehr gute Werte für einen Bronze-Spieler, finde ich. Ist dazu noch 1,85 groß, 3-Sterne-Skills, genauso wie Van Aanholt auf der anderen Seite. Richtig gut, und ja. Der linke ZDM ist dann ein Mainzer, ja, ein Mainzer, den haben wir da reingestellt, und zwar Fabian Frey haben wir hier mit 2-Sternen-Skills leider nur, aber das ansonsten richtig soliden Werten, knapp an den allen Werten über 70 dran, und ich denke mal, das würde er vielleicht nächstes Jahr sogar erreichen, weil er hat ja, glaube ich, ganz gut gespielt für Basel, wo er herkommt. Und ja, da haben wir einen guten Sechser, das stehen, genauso wie auf der anderen Seite, da haben wir nämlich Uchan, Sally Uchan haben wir da, ein 4-Sternen-Skiller, und 5-Sterne-Weakfoot hat er auch noch. Und ja, er hat richtig solide Werte dafür, dass er Non-Rare ist. Ich verstehe gar nicht, warum er Non-Rare ist. Er hat 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, ganz gute Werte und spielt als Türke in der Serie A. Ist nicht so selten eigentlich, also ist nicht so, ja, ihr wisst, wie ich meine. Ist nicht so oft vertreten, sage ich jetzt mal. Und als 10er haben wir ja auch einen Bronze-Spieler, fällt mir gerade auf. Und zwar, ja, das ist natürlich so sehr gut, den so zu suchen. Haben wir da Nikita Rukavica, ja, der Ex-Hertana, der spielt da für uns mit 91 Pace, warum ich ihn eigentlich nur genommen habe. Und 69 Dribbling, 61 Schuss und 60 Passender. Als 10er ist sogar einigermaßen groß mit 1,85. Ein Linksfuß, hat in dem ersten Spiel mal gleich eine Vorlage gegeben und gefällt mir eigentlich richtig gut. Ist halt schnell, kann über die Flügel ein bisschen rennen, ein paar Flanken schlagen, und da hasse ich die Sache auch. Im Sturm haben wir ebenfalls einen Silberspieler wieder, und zwar einen Schweizer. Dass es NLW wird, habe ich da Haris Seferovic eingestellt, der am ersten Spiel gleich mal ein Tor und 2 Vorlagen gegeben, wie ihr seht. Hat sogar 3 Sterne Skills, leider nur 2 Sterne Weakfoot, kann aber so von links nach innen ziehen und dann mit links abschließen mit einem Außenriss. Ist sogar sehr jung, was ich gar nicht wusste, ich hätte ihn jetzt älter eingeschätzt. Und ist sogar 1,87 groß, also haben wir dann noch einen großen Spieler drin, der auch mal ein paar Kopfbälle reinmachen kann. Hat sehr solide Werte, 77 Schuss auf einer Silberkarte ist richtig gut. Und ja, 63 Pace nicht das Beste, aber immerhin noch 69 Dribbling, 62 Passen und 67 Physis. Und dann kamen wir noch den rechten Zehner, den habe ich total vergessen hier. Der ist ebenfalls Silber, und da haben wir eine Pace-Figur ebenfalls, und zwar Giovanni Zio, ja, von
Basel, also ich habe die Basel-Version genommen, um halt mit Philipp Degen weiter zu verlinken, weil ich Philipp Degen mag und eben er war so hoch auf dem Markt und deswegen habe ich ihn einfach genommen. Ist auch billiger als die Bastia-Version und ich weiß nicht, wo er noch spielt. Ist ja auch egal, ja, 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weak Foot, 91 Pace, 70 Passen und 69 Shooting sind richtig gut, wie ich finde. Und im Sturm, ich denke mal, ihr wisst schon alle, wer da reinkommen wird, was gehen muss von den Links. Das geht nämlich nur noch einer und den habe ich sogar gepackt, Leute, ja, den habe ich gepackt. Und zwar Sergio, heißt es Sergio? Seydou, na klar, Seydou Doumbia haben wir da, genau. Den habe ich gepackt, den Footy. Und der an 8 Spielen 6 Tore, 2 Vorlagen, dafür könnt ihr 3 Spiele abrechnen, weil ein Kumpel von mir ein Spiel mit ihm gemacht hat, obwohl er es nicht sollte und da nur eine Vorlage gerissen hat. Also habe ich mit ihm in 5 Spielen 6 Tore und 2 Vorlagen gerissen und das ist richtig gut. Hat richtig geile Werte, 96 Pace, 96 Dribbling, 96 Dribbling, Alter, 86 Dribbling, 86 Schuss, 70 Passen und 75 Füße. Und diese Werte sind einfach nur krank, Leute. Die sind wirklich, wirklich krank. 1,78 groß, hat eine Mörder-Sprungkraft, glaube ich, und kann damit auch noch Kopfballduelle gewinnen. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Einfach ein Traumstürmer, wie ich finde, den wir da vorne drin haben und drin haben dürfen, muss ich ja schon fast sagen. Ich freue mich einfach nur, dass ich den gepackt habe und dass ich den so ausprobieren konnte. Meine Güte. Und ja, wir werden auf jeden Fall gleich mal ins erste Spiel gehen. Wir sehen uns dann gleich wieder an. Das werde ich dann natürlich noch nachkommentieren. Also die Spiele werde ich nicht live machen. Das tut mir leid. Ja, bis gleich. Jo Leute, da bin ich auch schon wieder zurück hier. Wir sehen hier das gegnerische Team und da haben wir auch einen bekannten Spieler drin. Ja, Doumbia Footy hat unser Gegner ebenfalls, genauso wie wir. Ansonsten noch ein schönes NLW darum gebaut. Also das finde ich mal cool, dass ich gegen ein NLW spielen durfte. Aber das nur so am Rande. Ich möchte mich nochmal extra jetzt für die richtig scheiß Audioqualität heute entschuldigen. Ich habe es vorhin selber gehört. Ich habe es dann auch schon vorhin hingeschrieben und jetzt kann ich nochmal was dazu sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bisher war es eigentlich einigermaßen in Ordnung, während wir hier übrigens schon den ersten Gegentreffer kassieren und gleich mal zurücklegen. In der 11. Minute haben wir das Gegentor gekriegt. In den nächsten Videos wird sich das verbessern, das verspreche ich euch. Dass ich versuche, so schnell wie möglich was zu ändern an der Audio-Quali. Die nächsten 2-3 Videos spätestens wird sich das verbessern, das verspreche ich. Und ja, wir gucken dann einfach mal in die nächste Szene direkt. Hier haben wir nämlich eine Chance danach, dem Gegentreffer gehabt. Mit Doumbia kommen wir da irgendwie noch an den Ball, machen einen Rainbow Flick, kommen da irgendwie noch durch. Der Ball kommt letztendlich zu Seferovic, der schießt und Pepe Reiner da am Tor unseres Gegners hält den Ball. Seferovic, ein richtig starker Stürmer. Ich weiß nicht, warum der so gut ist, aber auf jeden Fall gefällt er mir richtig gut und wir kassieren hier leider das nächste Gegentor. Ja. Richtig schade, wir liegen mit 20.000 Coins im Minus, wie ihr das da oben seht. Ich finde Coins hier eigentlich ganz cool, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Und ja, auf jeden Fall haben wir das schöne Freistoßtor von unserem Gegner kassiert. War richtig gut getreten, damit Yaya Touré, und wir müssen jetzt langsam mal wirklich mal anfangen, Tore zu schießen, um uns Coins zu verspielen, weil sonst können wir ja schlecht Spiele upgraden, wenn wir keine Coins zur Verfügung haben. Das ist nämlich richtig traurig dann. Aber wir kommen hier schon zur nächsten Chance, zur ersten von uns, zur richtigen. Und Rugavizia flankt den Ball in die Mitte. Doumbia steigt hoch und köpft den Ball wunderschön ins linke Eck. Richtig gut gemacht davon Doumbia an der Stelle. Und wir haben somit schon wieder ausgeglichen. Also 0 Coins haben wir jetzt wieder, weil wir pro Tor von Doumbia natürlich 20.000 Coins kriegen. Richtig schönes Kopfballtor da an der Stelle und richtig gute Vorlage auch von Rugavizia. Und wir gehen direkt in die nächste Szene. Doumbia spielt den Ball auf Sio. Der spielt den Ball weiter auf Seferovic. Der spielt den Ball in die Mitte. Doumbia schießt den direkt ins lange Eck. 20.000 Coins haben wir jetzt endlich auf unserem Konto. Wir sind wieder positiv, was die Coins angeht. Richtig gut rausgespielt an der Stelle, finde ich. Schönes Volley-Tor da noch von Doumbia. Das macht es nochmal noch schöner. Und ja, guckt euch diesen Abschluss einfach an. Der Typ ist so krank. Ich bin so froh, dass ich den gezogen habe. Und wir sind in der vorletzten Situation des Spiels, glaube ich, ja. Und Sio ist hier am Ball. Der hat den Ball von Barbosa, unserem Keeper, bekommen. Geht da ins Dribbling, macht ein paar Übersteiger. Die Körpertäuschung letztendlich an den Gegner vorbei. Macht dann, glaube ich, ein Dragback. Nein, Übersteiger wieder zurück. Zieht irgendwie in die Mitte, schießt mit links den Ball ins lange Eck. 10.000 Coins bekommen wir dazu, weil es nur von Sio war, das Tor. Sehr gut an der Stelle, wie ich finde, da gemacht von Giovanni Sio. Und ja, 30.000 Coins auf unserem Konto. Und ja, so kann es, denke ich, mal weitergehen. Wir haben uns gut zurückgekämpft in die Partie. Und gucken uns nochmal die letzte Situation an. Seferovic spielt da den Ball auf Gonzalez, holt ihn sich dann trotzdem irgendwie noch wieder, sieht in der Mitte Doumbia nicht im Abseits stehen. Der kann den Ball natürlich ohne Probleme ans leere Tor mehr oder weniger einschieben. 50.000 Coins nach diesem Spiel
sind uns gut geschrieben worden und ja, damit war ich schon sehr zufrieden erstmal dafür, wenn man sich mal anguckt, meine ich jetzt, dass wir am Anfang 2:0 zurückgelegen haben und wir sind da schon beim nächsten Gegner und wir gucken uns mal sein Team an und der hat ein Norwich-Team vor allem, ein Team aus der zweiten englischen Liga, nur Spieler davon und ein ZOM als Mittelstürmer. Ja, der Gegner war gar nicht mal so schlecht, wie ich fand und wir gucken uns einfach mal die erste Situation an, die er hier hatte. Downing spielt den Ball auf Austin, das ist sein rechter ZM gewesen, by the way. Er schießt den Ball in den rechten Winkel, richtig schönes Tor da an der Stelle, der ging an den Innenpfosten und dennoch rein. Wir bekommen 10.000 Coins abgezogen, haben somit nur noch 40.000 Coins auf unserem Konto und müssen natürlich dran arbeiten, an unserer Chancenherausspielung, das war ein Wort, das es gar nicht gibt, aber ist ja egal, wir gehen hier einfach in die nächste Szene. Dummi, er kommt da irgendwie noch an den Ball, zieht dann in die Mitte, macht den Hacke zu Hacke, Schopp. Letztendlich kommt Van Aanholt daran und haut den Ball zu den 50.000 Coins wieder ins Tor. Wir haben somit das Gegentor wieder ausgeglichen, wenn man sich anguckt von den Coins her. Und sind somit wir starten im Prinzip wieder von Null in der Partie. Und das kann man, denke ich mal, als gute Ausgangslage verwenden, nachdem man zurückgelegen hat. Und wir gehen dann einfach direkt mal in die nächste Situation, wo wir mit Dumbia hier am Ball sind. Scoop Turn, gehen da irgendwie in die Mitte, kommen da gegen Clichy im Körperduell. Gar nicht Clichy, ist ja egal. Mit Dumbia schießen wir letztendlich den Ball aufs Tor. Das war nicht Clichy, tut mir leid. Ich war noch bei dem anderen Gegner irgendwie. Jedenfalls hat Dumbia das da richtig stark gemacht an der Stelle. 70.000 Coins haben wir somit wieder auf unserem Konto. Und Dumbia einfach nur so grandios. So ein geiles Dribbling, so ein schönes Pace. Einfach alles grandios bei ihm. Der Abschluss auch, also er kann mehr als nur rennen, das muss man ihm ja lassen. Er ging dann hier mit der Chance, schießt den Ball, Barbossa hält ihn jedoch. Adoma heißt sein Spieler anscheinend, flankt den Ball in die Mitte auf Downing und der macht den Volley ins Tor. Richtig gutes Tor da von unserem Gegner an der Stelle, stark rausgespielt, nachdem er den ersten Ball eigentlich verkackt hatte. Und trotzdem hat er nicht aufgegeben und hat das Tor erzielt. Genauso wie wir jetzt hier uns die nächste Chance rausspielen wollen. Rukavica kommt an den Ball, setzt sich da irgendwie gegen seinen Gegenspieler durch. Seferovic ist frei vom gegnerischen Keeper und haut den Ball einfach mal rein ins Eck. Richtig gutes Tor da an der Stelle von Seferovic, der einfach mal seinen richtig guten Abschluss, finde ich, zeigt und somit uns wieder zu den 70.000 Coins hocharbeitet. Ja, 70.000 Coins, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist der Endstand, beziehungsweise das war die letzte Szene des Spiels und wir haben somit 70.000 Coins zur Verfügung. Wir gucken uns das erste Upgrade-Paar an und das sind Vargas, Man of the Match und Raphael, Second Inform. Ja, die beiden kosten 60.000 Münzen, wenn wir die in unser Team holen und auf der anderen Seite haben wir, das dauert hier noch ein bisschen, und zwar genau jetzt haben wir da Godin und Vargas. Ja, Vargas habe ich jetzt zweimal genommen, ist denke ich mal nicht so schlimm, ich glaube das darf ich. Ja, und Godin dazu. Second Inform ebenfalls in die Innenverteidigung und dann haben wir 60.000 Münzen ebenfalls wieder ausgegeben und ja, das war's dann von der Episode, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Kommentar da und natürlich bewertet die Kommentare und stimmt ab, für welches Upgrade-Paar ihr seid und somit könnt ihr natürlich das Team beeinflussen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Haut rein!